Ich kam, sobald ich konnte. Shepard, das ist Falair, meine Jüngste. Sie und ihre Schwester Rila sind Arat Yakshi. Sie... Mutter, Sie haben Rila! Was? Einige von diesen Kreaturen haben sie in die große Halle geschleppt. Ich wollte dorthin. Was machen die Reaper hier? Sie ernten uns. Sie verwandeln uns in... das da. Monster. Bitte, das darf mit Rila nicht passieren. Die Asari dachten, die Arat Yakshi wären an dem Angriff schuld. Aber wir leben hier. Die meisten von uns sind gerne hier. In diesem Kloster können Arat Yakshi Frieden finden. Falair sagt die Wahrheit, Shepard. Ich bürge für sie, voller Stolz. Dann müssen wir uns beeilen. In der großen Halle liegt eine Bombe. Eine Bombe? Wollen Sie denn niemanden retten? Wir versuchen's, aber dieser Ort muss weichen, Falair. Sie klingen wie die Soldatinnen, und die haben niemanden geholfen. Falair? Tut mir leid. Falair! Die große Halle. Sie sucht nach Rila. Wir treffen uns dort. Bitte schnell! Man bräuchte ein Brecheisen, um diese Türen aufzukriegen. Es war hier wirklich schön, bevor die Reaper kamen.
Noch eine tote Elite-Soldatin. Sollte sie die Reaper aufhalten oder wurde sie zurückgelassen? Elite-Soldatinnen arbeiten im Team. Sie hat sich vermutlich freiwillig für die Bewachung dieser Position gemeldet. Hoffentlich hat sie vor ihrem Tod noch ein paar erledigt. Wie Sie wollen. Mach ich. Das ist unsere Bombe. Und Valer. Sich in eine Kreatur der Reaper zu verwandeln beginnt. Tut mir leid. Können wir die Bombe zünden? Nicht ohne einen Zünder. Die Soldatinnen hatten einen. Wir müssen ihn finden. Später. Yeah.
nicht eure Sklaven. Rila, wir konnten uns nicht mal verabschieden. Wenige brechen den Griff der Reaper. Rilas Wille war ebenso stark wie ihre Liebe zu dir. Wir haben sie sterben lassen. Rila hat ihre Wahl getroffen. Sie hat mich daran erinnert, warum ich geschworen habe, dieses Leben zu führen. Nämlich? Thaler. Laut Kodex darf eine Adat Yakshi nicht außerhalb eines Klosters leben, das nicht mehr existiert. Was soll das? Tut mir leid, Shepard. Unser Kodex. Es gibt nur eine Rettung für Thaler. Mutter, nicht! Meine Töchter, ihr wart viel stärker. Loslassen. Was tun Sie da? Dem Kodex folgen. Indem Sie Ihr Leben wegwerfen? Ich töte meine letzte Tochter nicht. Das musst du auch nicht. Valer? Ich bleibe hier, zu Hause. Egal, was daraus geworden ist. Ohne ordentliches Kloster? Ich hätte gehen können. Ich brauche kein Gebäude, um meinen Kodex zu ehren. Und die Reaper bekommen mich niemals lebend. Versprochen. Dann erlaubt es der Kodex, dass du bleibst. Wenn der Krieg vorbei ist und ich noch lebe, besuche ich dich als Justikarin. Es war mein Ernst, dass die Galaxie sie gegen die Reaper braucht. Stimmt. Es wird Zeit, dass ich in die Schlacht ziehe. Ich kämpfe in ihrer Armee, Shepard, wenn ich mit Thaler geredet habe. Ich warte. Dauert nicht lang. Danke, mein Freund. Hier unten ist alles geklärt. Bringen Sie das Shuttle her. Jawohl, Commander. Ich folge einfach dem Rauch. Commander, ich bin erfreut, dass die Adat Yakshi-Situation bereinigt wurde. Ich nehme an, dann sind Sie unter Kontakt beim Asari-Oberkommando, Ratsherrin. Ich überbringe lediglich den Dank der Asari für die Durchführung einer schwierigen und heiklen Mission. Die nächsten Soldatinnen, die wir zum Kloster schicken wollten, sind jetzt unterwegs zu Admiral Hackett. Leben Sie wohl, Commander. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Liara hat erwähnt, dass sie sich bei ihrem nächsten Besuch auf der Citadel möglicherweise dort mit ihnen treffen möchte.